Burgname die bei Andernach. In diesem Traumschloss regiert Heide von Hohenzollern, eine echte Prinzessin. 99% bin ich die glückliche, überglückliche Eigentümerin dieses wunderbaren Hauses. 1% ist der schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann. Nur grauenhaft. Adel zum Anfassen. Um das alte Gemäuer zu unterhalten, vermarktet die Prinzessin das Schloss am Rhein, gemeinsam mit ihrer Tochter Anna. Ein Generationswechsel steht an. Doch kann Anna in die Fußstapfen ihrer Mutter treten? Ich muss es irgendwann machen, so, damit man das hier so weiterführen kann. Aber ich lebe mich da so langsam rein. Ein Jahr begleiten wir das Leben auf dem Schloss mit der Kamera. Es wird kein leichtes Jahr für Heide von Hohenzollern. Es ist mal wieder spät geworden gestern. Groß reinmachen nach dem Adventsfest. Heide von Hohenzollern ist abgekämpft. Doch sie ist es gewohnt, ihr Schloss für Gäste auf den Kopf zu stellen. Wir wissen ja jetzt, dass 1400 Leute circa hier waren. Und es ist viel. Also mehr darf es auch nicht sein eigentlich, weil dann wird es kritisch. Und es war, ja. Und es, ich sag mal, ich bin trotzdem fassungslos, wie toll meine Mitarbeiter schon alles aufgeräumt haben, das ist irre. Für die Adventsfeier öffnet die Prinzessin sozusagen ihr Wohnzimmer. Jeder Gast, der hier kommt, hat eigentlich das ganze Haus, dass es so eine Art Zuhause wird. Und dadurch kriegen auch Veranstaltungen immer einen ganz anderen, ein anderes Gefühl. Ich finde es toll und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Tochter, die Anna, die das ja mal übernehmen wird, also jetzt schon drin ist, die wächst auch allmählich rein. Prinzessin Anna ist nach ihrem Studium der Medienwirtschaft in den Schlossbetrieb eingestiegen. Das Kalkulieren und Organisieren fällt ihr leicht. Bald schon soll sie aber das gesamte Geschäft übernehmen. Ich übernehme es so langsam mit meiner Mutter zusammen. Als Jugendlicher oder auch als ich im Studium war, hat man ja die ganzen Probleme nicht wirklich mitbekommen. Und was einfach dieses Haus kostet und immer wieder ist irgendwas zu reparieren, das macht einem schon Angst. 1907 kommt Namedi in den Besitz der Familie von Hohenzollern. In den 80er Jahren erbt Heides Mann Godehard das Schloss, damals eine halbe Ruine. Er will sich auf Namedi seinen Traum erfüllen, einen Ort schaffen für seine große Musikleidenschaft. Im Musikgeschäft ist er eher ein Neuling. Früher hat er ja auch das Büro gemacht und unsere, naja, sowas ähnliches wie Buchhaltung. Also wir haben rudimentär angefangen und er hat ein bisschen mehr Ahnung oder wesentlich mehr Ahnung als ich, aber eigentlich auch nicht genug. Aber musikalisch hatte er halt alles drauf. Musik hat uns auch zusammengebracht im Endeffekt. Und ich war ja auch beteiligt, weil ich immerhin fürs leibliche Wohl der Musiker sorgen musste oder sorgen durfte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber ich bin nicht die Partnerin für meine Künstler, wie der Godehard war. Der hatte einfach ein Wissen, das war Wahnsinn. Und ein Gehör war unglaublich. War schon schön. Anfang Januar. Das erste Konzert des Jahres steht an. Frank Muschalle ist Boogie-Woogie-Pianist und ein alter Bekannter im Schloss. Freue mich wieder hier zu sein. Noch 2 Stunden bis Konzertbeginn. Das Team ist eingespielt. Frank Muschalle spielt regelmäßig auf Namedi. Das erste Mal vor 20 Jahren. Und dann stand in dem Vertragskopf
als Vertragspartner Prinz Godehard von Hohenzollern. Und dann weiß ich noch, mein erster Gedanke war, huch, wie sprichst du denjenigen denn jetzt an? Und dann sind wir auf den Hof gefahren und das ist ja dann auch so passend, ne? Diese kleinen Kieselchen, die unter den Reifen so knirschen und man fährt dann auf den Hof und dann kam jemand mit einem grauen Kittel die Treppe runter vorne und dann haben wir gesagt, super, das ist bestimmt der Hausmeister, den fragen wir mal, was man sagt. Und der erste Satz war ja, hallo, ich bin der Godehard. Und das ist so ein Bild, wie die Familie ist, einfach total bodenständig und ja, nett, sympathisch. Die Gäste persönlich zu begrüßen, das hat auf Name die Tradition. Verwalterin Moni Dressel hilft beim Einlass. Die Familie hat sich über Jahre ein treues Stammpublikum aufgebaut. Den Künstler des Abends vorzustellen, auch das lässt sich die Prinzessin nicht nehmen. Und ich habe für Sie mein großes Geschenk für dieses Jahr hier. Das ist so das Kleeblatt oder das kleine Schweinchen, was meinst du? Das hat noch nie jemand gesagt. Bei allem Stress im Vorfeld, Heide von Hohenzollern versteht auch abzuschalten und zu genießen. Aber zu 90% ist das Veranstaltungsgeschäft eben Büroarbeit. Moni Dressel arbeitet schon 13 Jahre mit der Prinzessin zusammen. Sie sagt von mir, ich bin ihr Chef, ich sag's umgedreht. Also ich denke, wir ergänzen uns das sehr. Ich weiß nicht, der Herrgott hat uns, glaube ich, irgendwo hier zusammengeführt. Und wir kämpfen seit 13 Jahren für dieses Haus, mit diesem Haus. Man sagt immer, wir seien Schwestern und wir sind bestimmt Schwestern in der Seele, hundertprozentig. Also das sehe ich so und das sieht sie auch so. Was sie denkt, sage ich, oder was ich denke, sagt sie, das ist unglaublich. Man darf es keinem verraten, aber wir haben dieselbe Handschrift. Bei uns im Haus kann keiner unterscheiden, ob ich es geschrieben habe oder ob sie es geschrieben hat. Also ich glaube, das gibt es nicht so oft auf der Welt, aber es ist echt irre. Im Spiegelsaal macht Prinzessin Anna von Hohenzollern Fotos für die Webseite des Schlosses und für Facebook. Der Internetauftritt von Schloss Burg Namedie ist ihr Ding. Sie will die Vermarktung modernisieren. Ja, aber meine Mutter hat es aufgebaut, 25 Jahre. Da lässt man sich nicht so gern von jemandem was sagen, der gerade von der Uni kommt. Also bestes Beispiel ist für mich einfach unsere Internetseite. Es hat 4 Jahre gedauert, bis die geändert wurde. Obwohl ich es schon damals in meinem Marketingkonzept, das war 2008, habe ich schon gesagt, da müssen wir was machen. Aber das ist, glaube ich, normal. Das ist, wenn ich jetzt was aufgebaut hätte und da käme jemand, der sagt, das kann man besser machen und das kann man besser machen, dann würde ich auch erstmal sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Anfang März. Noch ist Aufnahme die Nebensaison. Zeit zum Durchatmen. Annabelle, komm. Süße Trockner wird's nicht. Komm. Ich habe eine ganz neue Sache. Ich räume gerade einen Speicher auf. Ganz viel weggeworfen und die Monika holt wieder gerade aus den Tonnen alles raus, wie sie es gehört. Ja, nee, aber das ist Wahnsinn. Muss ihr das mal anschauen. Das ist wirklich. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Kommt doch auf in den Speicher. Der stand bei uns, als ich klein war, auf dem Dachboden. Und immer, wenn ich irgendwas Furchtbares angestellt hatte und also wirklich kein Mensch mehr mit mir sprechen wollte,
Dann war ich sehr traurig und bin ich rauf und habe mich da reingesetzt in die Abendkleider meiner Mutter. Und die dufteten. Und dann habe ich mich da getröstet. Und kein Mensch hat gewusst, wo ich war. Und die haben natürlich Panik gehabt, ich wäre weggelaufen. War sehr gut. Ich habe eine Ballsaison in Wien mitgemacht, als ich mit der Schule fertig war. Also so 19, 20. Und das war wirklich sowas von märchenhaft. Ja, das war wirklich Prinzessin-like. Schön, gell? Einige der Abendkleider haben ein bisschen gelitten, als die Anna sie entdeckt hatte. Und dann ist sie mit ihren Freundinnen hier oben untergegangen. Und die Kleider haben das nicht so gerne gemocht. Und jetzt warten die Kleider auf die nächste Generation. Heide von Hohenzollern war nicht ihr ganzes Leben lang Prinzessin. Sie ist als Heide Hansen, als Bürgerliche geboren, stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. Den Hohenzollern-Prinzen Godehard lernt sie in den 60er Jahren in München kennen. Er gilt damals als Lebemann und ist auch wegen seines Namens Stammgast in den Boulevardblättern. Weil ich gesagt, ich möchte auf keinen Fall als Freundin gelten und durch die Presse. Und wir haben uns dann immer heimlich getroffen und sind zusammen ins Konzert gegangen, weil der hatte überall für alle Konzertabonnements, hatte der immer zwei Abonnements. Da hat er immer seine verschiedenen Freundinnen mitgenommen. Und die habe ich dann alle ausgetrickst und dann war ich die Einzige. Aber wie gesagt, es ging immer so etwas inkognito, wie wir dachten. War natürlich Quatsch. Mit der Heirat bekommt sie Titel und Schloss, aber auch eine Menge Probleme. Um das marode Haus zu sanieren und zu unterhalten, fehlt das Geld. Prinzessin Heide muss lernen, mit den Banken zu verhandeln. Die Schulden sind immens. Da habe ich bestimmt auch Fehler gemacht. Und da war es einfach so, dass ich mich vor den Bankgesprächen, das war immer sehr hart. Ne? Verhandlungen mit der Bank. Eine schockierende Erfahrung auch für Tochter Anna. Aber sie hat eigentlich erst ein Jahr später über diesen Termin so richtig gesprochen, was der für sie bedeutet. Und sie ist eigentlich auch ein Sicherheitsmensch. Das bin ich eigentlich auch. Aber ich habe mich nur daran gewöhnt, dass halt nichts sicher ist. Bis ich sterbe, werde ich bei denen abzahlen. Ist so einfach so. Aber ich meine, dafür haben wir das Haus so, wie es jetzt ist und können arbeiten. Meine Tochter weiß auch, du wirst hier nicht reich. Du wirst nicht reich. Aber du bist reich, weil du das Haus hast. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Trotzdem müssen sie jede Gelegenheit nutzen, um Geld zu verdienen. Das Frühstück ist entstanden, da ging es uns richtig schlecht. Also wir hatten halt wenig Vermietungen, nicht genug für das Haus. Und haben uns überlegt, was wir mit der Nebensaison machen. Und dann haben wir gesagt, ja, kam meine Tochter plötzlich, sagte, wir gehen überall immer frühstücken hin, sollen wir das nicht mal probieren? Mit diesem Haus hat man immer alles nötig. Zum Beispiel auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Die beiden Prinzessinnen und das ganze Team wollen lernen, wie man mit Notfällen umgeht. Zur Sicherheit der vielen Gäste. Mehr als 10 Sekunden nicht. Herzdruckmassage im Spiegelsaal. Bei Prinzessin Heide muss Freundin Moni Dressel als Unfallopfer herhalten. Das ist wichtig. Atmest du? Ja. Völlig egal, wie teuer die Bluse, das Shirt oder sonst was war, das Zeug wird hochgerissen, aufgerissen oder kaputtgeschnitten. Also, ist eigentlich. Sieht alles nach einer Menge Spaß aus, hat aber einen ernsten Hintergrund. Sekunden fort. Kannst du mitmachen? 2014 hatten wir etwa 12.000 Gäste hier durchgeschleust und die 95% haben das Alter 60 plus. Und wir waren einfach mit der Situation nicht überfordert, aber hat uns schon an die Grenzen gebracht. Dazu haben wir einfach zu viel Gäste im Haus, um das nicht zu können. Und der Tag hat sich heute angeboten, einfach weil wir ab nächste Woche unsere Saison starten. Anfang Mai. Es wird ernst. Ganze Busladungen von Schlossbesuchern rücken an. Diesmal sind es australische Touristen. 150 Gäste aus Down Under auf Europatour. Da darf ein echtes deutsches Schloss nicht fehlen. Mehrmals im Monat kommen jetzt Reisegruppen.
Der Deal mit dem australischen Veranstalter ist finanziell ein warmer Regen für Namedi. In vorderster Front, wie immer, Prinzessin Heide. Anna hält ihrer Mutter den Rücken frei. Yes, a very warm welcome. My name is Heide. You don't understand. Well. My name is Heide von Hohenzollern. We are the nice part of the Hohenzollerns. We are the Catholic branch and the Prussians. The Kaiser was a Protestant branch. So, you can relax today. Anna hat selbst bisher noch keine Besucher begrüßt. Nein, warum nicht? Traue ich mich. Es kommt dieses Jahr. Beim Smalltalk mit den Gästen ist Prinzessin Heide in ihrem Element. Sie liebt es, den Menschen nahe zu sein. Diese persönlichen Gespräche, diese Menschen, die sind wirklich was Besonderes. Das Geld ist die andere Sache, ne? Das ist natürlich extrem wichtig, aber es ist der Mensch, der hier durchgeht, der das sich miteinander kommuniziert, der ist wichtig für das Haus, für die Seele. So, dann machen wir Getränke. Fabian und Yannick machen 8, 9 und 10. Prinzessin Anna weist im Hintergrund das Service-Team für das Gala-Dinner ein. In dieser Rolle fühlt sie sich noch am wohlsten. Gleich werden die Australier in den Spiegelsaal strömen. Dann steht auch sie in der Öffentlichkeit, wird die Gäste nach ihren speziellen Wünschen befragen. Wenn du hier von Tisch zu Tisch gehst, dann fragen die schon, sind sie die Tochter? Und ich so, ja. Und dann erzählen die auch ein bisschen was von sich und sagen dann, wie toll das hier ist, weil die haben sowas ja natürlich nicht bei sich drüben. Nicht jeder lernt ja eine Prinzessin kennen. Und jeder hat irgendwie noch dieses Bild von den ganzen Royals aus dem Fernsehen, die so unnahbar sind. So sind wir ja nicht. Obwohl es mir immer noch manchmal peinlich ist, wenn mein ganzer Name vorgestellt wird, irgendwo, wo es nicht in den Kontext passt einfach. Prinzessin Anna von Hohenzollern. Das gehört ja alles zusammen und das war für mich schwierig. Schwierig ist das für Heide von Hohenzollern schon lang nicht mehr. In ihrer Rolle als Prinzessin muss sie sich nicht verbiegen. Heute stehe ich da drüber. Und wenn einer eine Prinzessin haben will, dann hat er sie. Und wenn einer Menschen dahinter sehen will, kann er den Menschen auch sehen. Und ich sehe das heute Marketing. Gut, ist ein gutes Marketing-Geschichte. Die Prinzessin bittet zu Tisch. Ein 5-Gänge-Menü für 150 hungrige Australier. Das erfordert Organisation, die abläuft wie ein Uhrwerk. Es ist ein Spagat zwischen routinierter Geschäftigkeit und dem eigenen Anspruch, jedem Gast auf seine Art gerecht zu werden. Die Philosophie, die auch für eine Schlossherrin steht, die immer selbst mit anpackt. Der Sommer ist da. Und auch der Garten ist Chefsache. Mit der Gärtnerin inspiziert die Prinzessin die Rosenbeete. Die Pflege von Garten und Park sind aufwendig und teuer. Das alte Schloss gönnt seinen Bewohnern kaum eine Verschnaufpause. Immer ist irgendetwas zu reparieren. Diesmal sind die Bodenplatten auf der Veranda locker. Ich wollte den Angriff nehmen, von Grund auf, weil das sind mit Sicherheit große Hohlräume unten drunter und das spült immer mehr das Wasser weg. Und dann noch das Loch unter dem Dach. Ist uns aufgefallen, dass da oben der Turmfalke rauskam. Ja, da an der Ecke, wo die Dachrinne am Turm ist. Genau, ja. Das ist eine alte Dame, nicht? Ich meine, die steht seit 1351. Also wenn man sich überlegt, die hat sich aber gut gehalten oder wird ja auch jetzt gepflegt. Aber es sind natürlich wie bei alten Herrschaften, da tut's weh, dort tut's weh. Es hört nie auf. Auszeiten gibt es wenige. Wenn doch, am liebsten im Schlosspark.
Hier ist ihr Mann Godehard begraben. Sein Tod 2001 wirkt bis heute nach. Habt ihr geahnt, dass er sterben würde? Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, für ihn war Tod so oder so nicht existent, aber er wusste, dass er einen Herzfehler hatte und dass er eigentlich ein Herz, Herzschrittmacher hätte haben sollen und hat aber seiner Ärztin gesagt, sie darf es mir nicht sagen. Man kann ja mit seinen Verstorbenen nicht sich auseinandersetzen. Habe ich wirklich auch heute noch meine Schwierigkeiten damit. Weil es sehr viele, es war für uns alle ein Riesenschock und es hat bei meinen Kindern auch sehr viele zerstört, muss man einfach sagen. Ein Ort des Innehaltens und der Erinnerung. Auch an Godehards große Liebe zur Musik. Eine Künstlerin hat ihr ein kleines Denkmal gesetzt. Dann hatte sie die Idee, dass sie hier, das ja hier drüben ist sein Grab, und dass sie hier diese Tore baut und dann seine Lieblingsopern oder Musikstücke, die Bänder rausnimmt und die hier hinhängt. Und wenn man ganz ruhig ist, dann, und Wind ist, dann hörst du auch, wie die so, das ist schon eine kleine Musik, schön. Generalprobe für das Highlight der Saison. Das große künstlerische Vermächtnis von Prinz Godehard. Die Andernacher Musiktage. Von ihm einst ins Leben gerufen, war er 2001 mitten in den Vorbereitungen, als sein Herz aufhörte zu schlagen. Der Montag vor den Andernacher Musiktagen, da habe ich ihn ja gefunden. Dann mussten wir ganz schnell entscheiden, machen wir es überhaupt oder lässt man es ausfallen einfach, weil die alle so betroffen waren und auch die Musiker. Und wir haben es Gott sei Dank weitergemacht. Es ist auch richtig, weil sonst wäre das Publikum so geschockt gewesen, dann wären die nie mehr gekommen. Aber wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Immer wieder kommen die, auch nach dem Tod meines Mannes. Heute begrüßt sie die Gäste ganz selbstverständlich. Aber das war nicht immer so. Das hat sie gelernt, als sie hier hingekommen ist, glaube ich. Und besonders nach dem Tod von meinem Vater, weil da blieb ihr ja überhaupt nichts übrig. Da war sie einfach erstmal alleine hier. Und meine Mutter hat sich früher geweigert, vor den Konzertbesuchern die zu begrüßen. Das hat mein Vater immer gemacht. Dann war der Tod, dann musste meine Mutter das direkt, noch nicht mal eine Woche nach seinem Tod, das erste Mal machen, bei den Musiktagen. Sind insofern diese Musiktage für euch alle sowas, wo ihr einfach noch mal an deinen Vater denkt? Ja. Der Verlust schmerzt bis heute. Vorne spielt die Musik, im Hintergrund wird gearbeitet. Moni Dressel, die rechte Hand der Prinzessin, managt und organisiert. Die Künstler haben ihren eigenen Kopf, aber Moni weiß sie zu nehmen. Sie packt an, wo es notwendig ist. Und die Prinzessin tut, was Prinzessinnen ebenso tun: repräsentieren. Ausgerechnet jetzt trudelt auch noch eine Gruppe Touristen ein. Das ganz normale Chaos im Reich der Heide von Hohenzollern. Es ist insofern schwer, dass sie sich einmal einmischt und einmal nicht einmischt. Weil normalerweise mache ich die Organisation, sie ist einfach unsere Frontfrau. Und da pfuscht sie mir halt manchmal dazwischen und das ist dann nicht so schön. Und dann haben wir beide immer ein bisschen Ärger miteinander und 5 Minuten später ist es wieder gut. Also es ist nicht immer nur einfach, aber es ist immer schön. Auch diesmal bekommen sie wieder alles in den Griff. Und Moni Dressel kann endlich Feierabend machen.
In das Schloss kehrt für kurze Zeit Ruhe ein. Das haben die Prinzessinnen auch nötig. Manchmal liegen die Nerven ganz schön blank. Die Saison bis jetzt war anstrengend. Und die Aussichten für die Zukunft? So ganz klar sind die noch nicht. Meine Vision, das Haus irgendwie am Laufen zu halten. Und auch so mit der Begegnung und Künstlern und... Ja, mit den Künstlern, da bin ich noch nicht so drin, muss ich sagen. Da muss ich noch viel lernen, aber... Also ich habe auch viel lernen müssen. Ja, man denkt ja auch nie, das geht mal weiter ohne jemand, der das geschaffen hat. Man hat gelernt und man hat immer, wenn Schicksalsschläge waren, richtig gelernt. Das ist einfach so. Und das Lernen scheint nicht aufzuhören. Vorbereitung auf eine Performance junger Tänzer. Das kulturelle Leben auf dem Schloss geht weiter. Auch wenn Heide von Hohenzollern in diesem Sommer einen neuen, besonders schweren Schicksalsschlag verkraften muss. Ihr Sohn Carlos wird wegen Anlagebetrugs angeklagt und zu 5 Jahren Haft verurteilt. Auch in diesen schweren Tagen dürfen wir sie mit der Kamera begleiten. Mit uns über ihr Leid sprechen möchte sie nicht. Es gibt natürlich auch bei uns einen kleinen Bereich, der nicht angetastet wird. Es wird Herbstaufnahme, die Zeit für Kaminabende. Ein Damenclub trifft sich auf dem Schloss. Das hat lange Tradition. Aber dass Prinzessin Anna die Begrüßung übernimmt, dies ist eine Premiere. Hallo? Hallo, liebe Damen. Willkommen im Schloss Burg Namedie. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Genießen Sie unseren Kaminabend mit kleinen Köstlichkeiten und genießen Sie einfach die Atmosphäre. Dankeschön. Viel Spaß. Dieses Jahr war irgendwie sehr entscheidend. Sie ist viel freier geworden, selbstständiger. Auch die Frontfrau zu sein, macht Spaß. Ich habe das auch gelernt. Das macht Spaß. Publikum macht Spaß. Menschen machen Spaß. Und ich glaube, da wächst man einfach rein. Und sie wird da rein, also sie fängt an, da reinzuwachsen. Wenn du dann siehst, dass Menschen auf dich reagieren, das ist toll. Das ist wirklich schön. Ja, ich glaube, das ist richtig. Anna von Hohenzollern ist angekommen im Führungsteam von Namedie. Aller Anfang ist auch hier schwer, aber die Voraussetzungen stimmen. Die Basis ist schon mal so, dass wir uns einfach alle wirklich privat extrem mögen. Ich meine, wir sind befreundet, wir haben ein super Verhältnis, auch eigentlich inzwischen von Tochter zur Freundin geworden. Ist das eigentlich die ideale Konstellation, so 100% Frauenquote, ja, oder fehlt da manchmal auch Nein. die männliche Komponente? Nein, überhaupt nicht. Die männliche Komponente finde ich privat, also für mich, ist privat wichtig, das überhaupt nicht, ich habe nichts gegen Männer, privat wunderbar, aber nicht geschäftlich. Also 100% nee. Frauenquote in dem Fall ist hervorragend für uns. Ja. Siehst du auch so, Anna, ja, sag was? Sehe ich auch so, ja.